Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Montag. In den nächsten 30 Minuten haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Mit Bob zu mehr Verkehrssicherheit. Projekt gegen Disco-Unfälle. Was runterkommt, muss auch wieder rauf. Die Kirche in Wald hat ihre neue Turmspitze bekommen. Und Woche der Vorentscheidungen. Saisonabschluss und Blick nach vorn beim ESV Kaufbeuren. Im Jahr 2012 sind 662 Menschen auf den Straßen im Freistaat ums Leben gekommen. Allein in der Region waren es 48. Das zumindest sagen die bislang veröffentlichten Zahlen. Genaueres soll im Sommer folgen. Nach zu hoher Geschwindigkeit und der Missachtung von Vorfahrtsregeln wird wohl Alkohol als dritthäufigste Unfallursache genannt werden. Aus Belgien ist nun ein Projekt inzwischen bis ins Allgäu geschwappt, das für mehr Verkehrssicherheit sorgen soll. Bob heißt das Ganze und richtet sich in erster Linie an junge Menschen hinterm Steuer, indem es nicht verbieten will, sondern Anreize schafft. Freitagabend, die Innenstadt von Füssen. So langsam macht sich das Partyvolk auf den Weg in die Lokale. 33 dieser Lokale im südlichen Ostallgäu können sich inzwischen als Bob-Lokal bezeichnen. Die Initiative dafür geht auf die hiesige Verkehrswacht zurück. Bob habe ich kennengelernt bei einer Tagung der Schwäbischen Verkehrswacht in Augsburg. Da wurde das mehr oder weniger bloß am Rande mal so vorgestellt. Aber mir persönlich hat es gleich sehr gut gefallen. Ich habe mich dann im Internet einmal schlau gemacht über Bob. Und das, wie gesagt, das hat mir dann gefallen. Und seitdem sind der Bob und ich gute Freunde. Und wie funktioniert das? Im Prinzip ganz einfach. Ich bin der Bob heute. Ist eine Gruppe junger Leute unterwegs und der Fahrer zeigt seinen gelben Bob-Schlüsselanhänger, bekommt er ein nicht-alkoholisches Getränk vom Wirt umsonst ausgeschenkt. Vorausgesetzt, der Wirt nimmt an dem Projekt teil. Deren Zahl nimmt derzeit ständig zu. Die Akzeptanz bei den Wirten ist sehr gut. Ich habe also bislang dort, wo ich persönlich vorgesprochen habe, noch keine einzige Absage erhalten. Und mittlerweile sind es 33 Gaststätten im südlichen Ostallgäu, die sich an Bob beteiligen. Die Jugendlichen sind natürlich erfreut über Bob, weil sie natürlich dieses antialkoholische Freigetränk gerne in Anspruch nehmen. Zwischendurch kommt jemand rein und zeigt es mir und der kriegt natürlich auch ein Getränk von mir frei. Und es ist gerade am Laufen. Ich sage, das wird sich auch bestimmt gut verbreiten die nächste Zeit. Und ich bin eigentlich gerne bereit, dass ich das auch mit den Leuten mache. Und ich finde das auch eine gute Idee, dass man den Leuten, die wo einfach sagen, die wollen fahren und doch weggehen wollen, dass man denen wenigstens ein Getränk freigibt und einfach ein bisschen entgegenkommt, sage ich. Das Projekt stammt ursprünglich aus Belgien. Es soll dabei helfen, die oftmals schweren Unfallfahrten von Fahranfängern mit vollbesetzten Autos zu reduzieren, bei denen Alkohol im Spiel ist. Belastbare Zahlen sind schwer zu ermitteln. Trotzdem sind die Projektbeteiligten von Bob überzeugt, zumal auch die Kosten für alle sehr überschaubar bleiben. Wir müssen natürlich diese gelben Schlüsselanhänger beschaffen, weil die gelben Schlüsselanhänger, die gibt es umsonst. Wir müssen natürlich Druckmedien bezahlen und einfach diese Werbekampagne immer wieder am Leben halten. Und da brauchen wir natürlich auch finanzielle Unterstützung. Bob ist einfach, genial, leicht verständlich und auch kostengünstig für alle Beteiligten. Mit hoffentlich großer Wirkung. Die Schlüsselanhänger gibt es kostenlos bei der Polizei in Füssen und Pfronten. Außerdem sind sie bei Sparkassen, Gemeinden im südlichen Ostallgäu sowie den teilnehmenden Gaststätten erhältlich. Und wie der Bob-Initiator in Füssen sagt, wenn mit dem Projekt nur ein schwerer Unfall verhindert werden kann, dann hat sich der Aufwand bereits gelohnt. Die St. Nikolauskirche ist das Wahrzeichen der Gemeinde Wald. Doch seit über einem Jahr fehlt etwas. Nach einem Blitzeinschlag brannte der Turm, die Spitze stürzte in die Tiefe. Danach prangte auf dem Turm nur noch ein Stumpf. Heute war es endlich soweit. Die neue Kirchturmspitze wurde montiert. Feuer im Glockenturm. Während eines Schneesturms schlug der Blitz in die Kirchturmspitze ein. Auch ein Großeinsatz der Feuerwehr konnte sie nicht retten. Ja gut, das war wie beim Gewitter halt Einschlag und dann hat es mal geheißen, ja Feuer, Feuer, es brennt und nachher die Brand hat es ja sowieso.
Aber dann ist halt da die Spitze runter, Spitze voraus, in den Sack Stein rein. Und der untere Teil ist dann also auf die Straße rausgekippt, Friedhof und Straße. Der Sturz des Kirchturms, für die Bürger ein Schock. Ja gut, das war, also die ganze Gemeinde war erschüttert und man ist eigentlich machtlos gegenübergestanden. Man hat nichts löschen können, weil es war ja immer nach wie vor noch Schnee und Sturm. Und das ganze Löschwasser ist quasi im 90-Grad-Winkel vor dem Turm weg, hat alles darüber geblasen. Und man ist ja beim Löscherguide nur nachgekommen, weil man ja gewusst hat, was noch alles runterkommt. Heute, über ein Jahr später, schneite es wieder in Wald. Doch dieses Mal sollte es für die Kirchturmspitze nach oben gehen. Das letzte Teil wurde für die Montage vorbereitet. Unsere Kirche, der Turm, ist ja eigentlich das Wahrzeichen von Wald. Es wird überall damit geworben. Im Gemeindewappen ist der Turm mit integriert. Und also, es war düster und traurig, wenn man in den Ort reinfährt, egal welche Richtung, wenn man bloß einen abgesägten Stumpen sieht. Dann war es endlich soweit. In 55 Meter Höhe musste die vorbereitete Spitze nur noch befestigt werden. Dazu legten die Zimmermänner gemeinsam Hand an. Da war ich immer ein bisschen eng, weil der muss mit dem Kran ein Loch mit 20 auf 20 treffen und hat oben ein Widerlager von 12 Meter hängen. Und wenn der bloß ein bisschen schräg kommt mit dem Kran, dann locht das nicht mehr ganz und dann haben wir halt ein bisschen nach. Helfen müssen. Aber jetzt ist es gut gegangen. Wenn der mal die ersten 70 cm, wo reingefahren waren, dann ist er eigentlich zügig durchgelaufen. Endlich thront der Turm wieder in seiner ganzen Höhe über Wald. Unter dem Richtbaum hielt der Zimmermeister Wolfgang Bichtele eine kurze Ansprache. Er bat um Gottes Segen für das neue Dach und trank auf das Wohl der Kirche. Traditionell wird das Glas danach geworfen. Zerspringt es, wird alles gut. Für uns ist das Highlight jetzt, da wird man noch reden, wenn man mit 70 am Stammtisch dran sitzt. Also das ist wirklich einmalig und wir sind alle stolz und froh, dass nichts passiert ist, weil wir sind doch auf jetzt die Gerüsthöhe oben, die ist bei 55 Meter. Da, wenn der eine drüber, über das Gerüst drüber hinausfällt, da brauchst du nur mal eine Frage. Und das ist halt jetzt gut gegangen und das freut uns jeden Tag wieder. Doch ganz fertig ist der Turm noch nicht. Er soll noch verputzt werden. Außerdem fehlen die Glocken. Auch sie wurden bei dem Brand zerstört. Wer die Glocken gießt, das wissen wir nicht. Und wir hoffen, dass also bis zum 6. Dezember, da ist Patrozinium, St. Nikolaus, dass da dann spätestens die Glocken wieder läuten und schlagen, Stundenschlagen, Viertelschlag, halbe Stunde. Also es geht einem auch ab. Irgendwie, es fehlt was. Spätestens zum Namenstag des Kirchenpatrons sollen die neuen Glocken also ertönen. In der St. Nikolauskirche konnte das Feuer also keine bleibenden Schäden hinterlassen. Übrigens haben wir auch heute wieder eine grüne Couch im Programm versteckt. Vielleicht war sie schon zu sehen, vielleicht kommt sie erst noch. Auf jeden Fall sollten Sie ganz genau hinschauen. Einschalten, finden, gewinnen. Unsere Couch ist Montag bis Freitag in einem unserer Beiträge versteckt. Jetzt sind Sie gefragt. Wenn Sie unsere Couch entdeckt haben, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Es warten auf Sie täglich tolle Gewinne. Mehr dazu unter www.tv-allgäu.de. Nichtsahnend sind Freitagnacht drei Menschen in Immenstadt in ein Taxi gestiegen, mit ihnen eine vierte Person. Der Mann gehörte aber gar nicht zur Gruppe, wusste weder, wohin er wollte, noch wie er hieß. Denn der Mann hatte eindeutig zu tief ins Glas geschaut. Erst die Polizei Immenstadt konnte die Situation aufklären, sodass der 32-Jährige sicher zu Hause ankam mit dem Taxi. Weitere Meldungen aus der Region gibt's in unserem Nachrichtenüberblick kompakt. Bleiben Sie dran, bis gleich. Sonderabfall. Ob fest, flüssig oder pastös. Dörr entsorgt alles. Dörr. Immer eine saubere Lösung. Der Kemptener Jazzfrühling. Täglich 16 Stunden live. Jazz und Blues. Über 90 Konzerte auf über 30 Bühnen und Musiker aus vielen Nationen. Erleben Sie Auswahl, Qualität und Service der Extraklasse.
Unser fachkundiges Personal berät Sie gerne bei Ihrem Küchenkauf. Küchenmeier. Mit Sicherheit die beste Wahl. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Service-Centern. Ab Dietmannsried in ganz Europa erleben Sie mit Arnold die schönsten Fahrten und Rundreisen in europäische Länder. Angenehm reisen, gut erholen. Mit Arnold Europa entdecken. Die Meldungen vom 18. März 2013. Das Ostallgäuer Landratsamt sieht das bei Mauerstetten geplante Geothermie-Forschungsprojekt skeptisch. Wie berichtet, soll dort mit viel hydraulischem Druck Wasser in 4000 Meter Tiefe gepresst werden. Dadurch erhofft sich die Betreiberfirma, Gesteinsschichten aufzubrechen und so neue Vorkommen von heißem Tiefenwasser zu erschließen. Das dürfe allerdings nur passieren, wenn durch das Vorhaben keinerlei Risiken für Grundwasser und Bebauung entstehen würden, so das Landratsamt. Außerdem besteht die Behörde auf einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Wie berichtet, waren betroffene Kommunen und Fachbehörden im Rahmen eines sogenannten Betriebsplanverfahrens zur Stellungnahme aufgerufen. Zuvor hatten sich schon Kaufbeuren und Mauerstetten in ähnlicher Weise geäußert. Ob das Projekt tatsächlich durchgeführt werden darf, soll Mitte des Jahres entschieden werden. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich heute Morgen auf der A96 bei Lindau ereignet. Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem PKW ungebremst auf einen LKW auf. Dabei blieb er am Heck des Lastwagens hängen und wurde ein Stück mitgeschleift. Der PKW-Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die A96 wurde kurzfristig gesperrt. Es bildete sich ein etwa 1 Kilometer langer Stau. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt. Ein LKW-Unfall in Oberschöneck bei Babenhausen ist am Wochenende glimpflich ausgegangen. Der 40-jährige Milchlastwagenfahrer bog mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Straße ab. Dabei kippte der LKW nach rechts in eine Böschung und kam auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer erlitt einen Schock und einige Prellungen. Für die Bergungsarbeiten wurde die Hauptstraße in Oberschöneck für mehrere Stunden gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Zusätzlich musste ein Radweg von der ausgelaufenen Milch gereinigt und die Leitplanke im Unfallbereich erneuert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Ein 61-jähriger Skifahrer aus dem Oberallgäu ist am Wochenende bei einer Skitour in Tirol ums Leben gekommen. Er war mit einer achtköpfigen Gruppe südlich von Reute in Richtung Bretterspitze unterwegs. Gegen Mittag stürzte der Mann dann etwa 150 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Seine Leiche wurde mit einem Hubschrauber geborgen. Die Eintrittspreise für die Allgäuer Festwoche steigen in diesem Jahr. Das ist das Ergebnis der letzten Sitzung des Kempner Werksausschusses. Der Grund für die neuen Tarife sind die steigenden Kosten für Handwerker, Dienstleister, Personal sowie Sicherheit und Energie. Zudem müssen neue Anschlüsse auf dem Gelände verlegt werden, so die Verantwortlichen. Die Preise für die Verpflegung sollen dagegen nicht steigen. In Lindau hat ein 48-Jähriger eine Supermarktverkäuferin mit einem Messer bedroht. Der Mann hatte vorher verschiedene Waren aufs Kassenband gelegt, dann aber versucht, ohne zu bezahlen, mit der Ware den Supermarkt zu verlassen. Die Verkäuferin nahm die Verfolgung auf, konnte den Mann aber nicht an seiner Flucht hindern, weil dieser sie mit einem Messer bedrohte. Der Dieb konnte wenig später festgenommen werden. Er hatte das Diebesgut noch bei sich. Der Umbau der Lindauer Inselhalle könnte bis zu 30 Millionen Euro kosten. Das ist das Ergebnis eines Zwischenberichts, den der Lindauer Stadtrat jetzt erhalten hat. Die Stadt selber hat 5 Millionen Euro in ihrem Haushalt bereitgestellt. Den Rest erhoffen sich die Lindauer vom Freistaat. Ministerpräsident Seehofer hatte im letzten Herbst Hilfen in Aussicht gestellt, um Lindau als Tagungsort zu erhalten und die Nobelpreisträgertagung auf der Insel zu behalten. Ob die Unterstützung so hoch ist, dass die Finanzierungslücke tatsächlich gestopft werden kann, ist aber noch nicht klar.
Eine ganze Arbeitsbühne haben Unbekannte am Wochenende in Wahl im Ostallgäu mitgehen lassen. Die Gitterbox, die von einem Frontlader angehoben werden kann, um Arbeiten in höherer Lage zu tätigen, hat einen Wert von 1.200 Euro. Sie ist 300 bis 350 Kilogramm schwer. Zugeschlagen haben der oder die Diebe offenbar in der Nacht von Freitag auf Samstag. Hinweise bitte an die Polizei. Die bekannte Moderatorin Fernanda Brandao hat vergangenes Wochenende die Allgäuer zum Workout animiert. Bei einem Sportgeschäft in der Kempner Innenstadt konnten die Fans hautnah mit ihr trainieren und Autogramme bekommen. Mit 16 Jahren war die gebürtige Brasilianerin bereits die jüngste Fitnesstrainerin Deutschlands. Ich bin ein großer Fan von Übungen, wo man mit körpereigenem Gewicht arbeitet und mit dem eigenen Widerstand, weil die kann man überall ausführen. Und sagen wir mal ehrlich, das Rad erfindet man eigentlich nicht neu. Die Grundübungen, die Knaller, die sind und sie waren und die bewahren sich weiterhin. Es sind die Push-Ups, die bekannten Liegestütze, es sind Klimmzüge, es sind Crunches. Wert legt die heute 29-Jährige besonders auf den Sicherheitsaspekt ihrer Trainingskleidung. Soweit die Meldungen vom Montag. Jetzt schauen wir noch, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Möbel Böck. 50 Jahre böckstarke Möbel in Kempten St. Mang. Möbel Böck. Ein Haus voller Wohnideen. Die kommende Nacht wird stark bewölkt. Oberhalb von 600 Metern schneit es. Die Temperaturen liegen bei minus 1 Grad am Alpenrand und plus 2 Grad am Bodensee. Der Dienstag beginnt mit dichten Wolkenfeldern. Es muss im gesamten Allgäu mit Schneeschauern gerechnet werden. Im Laufe des Tages wird das Wetter freundlicher. Örtlich zeigt sich die Sonne. Es bleibt größtenteils trocken. Die Temperaturen steigen auf 4 Grad im Oberallgäu und 6 Grad am Bodensee. Ab Mittwoch wird es wieder wechselhafter. Es kann regnen bzw. schneien. Stellenweise kommt die Sonne raus. Der Freitag wird vorübergehend schön und trocken. Es war eine äußerst schwierige Saison für den ESV Kaufbeuren und sie fand gestern Abend zumindest sportlich ihren Abschluss. Zwar ging es für die Joker eigentlich um nichts mehr, dennoch wollten sich die Spieler würdig von ihren treuen Fans verabschieden. Möglichst mit einem Sieg gegen den amtierenden Tabellenführer aus Bietigheim. Doch das Spiel rückte mehr und mehr in den Hintergrund, vielmehr wagten die Verantwortlichen einen Blick in die Zukunft. Es war die erste positive Nachricht des ESV Kaufbeuren nach einigen Hiobsbotschaften und sie schlug ein wie eine Bombe. Joker-Torhüter Stefan Feiß hat seinen Vertrag beim ESV Kaufbeuren verlängert und das gleich um 7 Jahre, trotz einiger Angebote aus der DEL. Auch im Spiel gegen die Steelers aus Bietigheim zeigte er gestern seine Klasse. Der Torhüter ist im Eishockey die halbe Miete und einen so starken deutschen Torhüter für 7 Jahre an den Verein zu binden, das macht Mut und bestärkt unseren Weg mit jungen eigenen Spielern und die wollen wir auch nächstes Jahr wieder einbauen, in der Bundesliga mitspielen zu können. Das Spiel selbst drehte sich zumindest für die Joker nur um die goldene Ananas. So ist der Verlauf recht schnell erzählt. Es war ein ansprechendes, recht flottes und faires Spiel beider Mannschaften. Mit reichlich Möglichkeiten hüben wie drüben. Tore blieben aber zunächst Mangelware. Nach den ersten 20 Minuten verabschiedeten sich die Teams mit 0:0 in die Kabinen. Der Stimmung im Stadion tat das aber keinen Abbruch. Die Fans feierten ihre Mannschaften und die zahlten das mit tollem Eishockey zurück. Die 24. Spielminute mit dem Stock eingehakt und der Referee entschied folgerichtig auf Penalty. Doch Stefan Feiß hielt seinen Kasten sauber, schön pariert, es hieß also weiterhin 0:0. Nach 27 Minuten dann die Joker. Chance zur Führung, aber den Abpraller konnten die Joker nicht nutzen. Im direkten Gegenzug waren auch die Steelers wieder gefährlich, doch auch das zweite Drittel endete schließlich torlos. Noch keine 4 Minuten war der letzte Spielabschnitt alt, da blitzte das Können des Tabellenführers auf. Wunderbar direkt gespielt, das geht zack zack und schon klingelt's im Kasten der Joker. Stefan Feiß völlig chancenlos. Dem ESV Kaufbeuren ging jetzt so langsam die Kraft aus. Der Tabellenführer spielte jetzt seine bessere Kondition aus. Wir trainieren ganz einfach zu wenig und unsere DNL-Spieler waren heute nicht da. Das heißt, dass enorm Kraft hat es gekostet heute und in der letzten 10 Minuten war Bietigheim ganz einfach eine bessere Mannschaft für uns. Wir trainieren 4 bis 6 Mal normalerweise in der Woche. Das heißt, es sind grob 480 Minuten. Seit der Schließung ist das reduziert auf 180.
Und mit der jungen Mannschaft, das darf nicht passieren. Eigentlich sollst du von 24 Stunden, darfst du 23 Stunden trainieren von dem Tag. Weil eine junge Person, was du heute machst, vergisst der morgen. Und es ist ganz einfach ein Problem, wenn du die Eiszeit nicht hast. Das drückte sich dann auch in Toren aus. 50. Spielminute, 0:2, hochverdient und souverän. Die Joker-Fans kümmerte das aber wenig. Sie feierten ihre Mannschaft, als gäbe es kein Morgen. Unsere Zuschauer hat der Verein und die Spiele unterstützt von der ersten Tag. Und heute war die Krönung. Die haben in der letzten Drittel haben sie gesungen und geklatscht. Und es war schon teilweise ein Gänsehaut-Feeling. Aber trotzdem, ich habe das Spiel konzentrieren müssen. Aber die Zuschauer haben uns unterstützt von der ersten bis der letzten Tag. Und das ist sehr gut. Die letzten beiden Spielminuten hatten es dann in sich. Bietigheim mit dem Empty-Net-Goal zum 0:3. Das Spiel war gelaufen. Doch Kaufbeuren setzte alles auf eine Karte. Goalie Feis blieb gleich draußen. Volldampf voraus. Karl Hudson mit dem 1:3. Das war es aber noch immer nicht. 40 Sekunden vor Spielende. Die Steelers mit ihrem zweiten Treffer ins leere Joker-Tor. Das war es jetzt aber endgültig. 1:4, trotz guter Leistung. Jetzt geht's an die Planungen für die kommende Saison. Das entscheidende Thema, das Stadion am Berliner Platz. Am Mittwoch findet dazu eine Sitzung mit Oberbürgermeister Stefan Bosse statt. Da werden wir jetzt die nächsten Schritte, was die Stadionsanierung angeht, miteinander besprechen und da Meilensteine setzen, damit wir möglichst im August wieder in unser eigenes Stadion können. Und dann müssen natürlich die nächsten Spielerverträge fix gemacht werden, im Nachwuchs muss wieder aufgebaut werden. Ja, es bleibt nicht langweilig und eine Sommerpause ist keine Pause. Auch die Zukunft von Trainer Ken Latta ist bislang noch offen. Mit ihm sollen zeitnah Gespräche geführt werden. Wir werden Dienstag reden. Also das heißt lang nicht, dass ich bleibe oder bleibe nicht. Das wird nicht am Dienstag entschieden. Die Vorstandschaft hat öfters mich gefragt unter der Saison. Es ist nicht nur heute auf morgen passiert. Aber ich gehöre zu den Leuten, die die erste Saison zu Ende bringen und dann schauen, wie es ausschaut. Und, wir fangen Dienstag an mit dem ersten Gespräch. Und, ich sehe eigentlich kein Problem mit dem gesamten Bild hier in Kaufbeuren. Das einzige Problem ist mit dem Stadion. Das müssen sie schnell auf die Reihe bringen. Jede Menge also zu tun für den ESV Kaufbeuren. Dabei werden die nächsten Tage bereits die ein oder andere Vorentscheidung bringen. Eines ist jedoch klar, zum Saisonauftakt möchten die Fans mit ihrer Mannschaft dann wieder im eigenen Stadion feiern können. Der ERC Sonthofen steht unterdessen im Finale der Playoffs der Eishockey-Bayernliga. Das Team von Trainer Harald Weibel gewann das zweite Playoff-Spiel gegen den ECDC Memmingen am Freitagabend mit 4:3. Sonthofen trifft jetzt im Finale auf Bayreuth. Gespielt wird im Best-of-Five-Modus. Das heißt, wer von 5 Spielen die meisten gewinnt, ist Bayernligameister. Erstes Bulli ist am Freitagabend 20 Uhr in Sonthofen. Memmingens Ziel ist jetzt Platz 3. Dazu geht's am Freitag zunächst nach Pfaffenhofen. Am Sonntag findet dann das Spiel in Memmingen statt. Die Allgäu Comets vermelden einen Neuzugang. Courtney Jackson aus Maryland verstärkt die Defense Line der American Footballer. Der 24-Jährige spielte zuletzt an der University of Massachusetts und wurde dort für seine Schnelligkeit und seinen Drang zum Ball sehr gelobt. Der 1,90 Meter Hühne wird Anfang April zum Team stoßen. Rennfahrer Daniel Abt steht vor der größten sportlichen Herausforderung seines Lebens. Am kommenden Wochenende startet er in Malaysia in die GP2-Serie. Die GP2 gilt als letzte Ausbildungsstufe vor der Formel 1. Abt startet für das französische Team ART Grand Prix, für das auch schon so bekannte Fahrer wie Nico Rosberg und Lewis Hamilton gestartet sind. Und wir bleiben beim Sport. Gleich geht es auf den Berg. Jetzt einschalten für die Kulthits der 70er, Top-Hits der 80er und die Hits der 90er und 2000er. Schon gehört? Das neue RSA Radio. Der beste Musikmix aus 4 Jahrzehnten. Ihr traumhafter Urlaub.
Gestalten Sie Ihr CW-Fotobuch und freuen Sie sich auf den Moment, es in den Händen zu halten. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.all-in.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilienall-in.de. Bereits zum vierten Mal ist im Dezember die Bergscout Challenge in Oberstdorf gestartet. Doch die Veranstalter von Das Höchste wollten heuer alles anders machen. Neue Regeln, neue Herausforderungen. Auf die 10 Teilnehmer warteten spannende und auch anstrengende Wettkämpfe auf ihrem Weg zum Titel. Nach fast 3 Monaten voller Höhen und Tiefen stand am vergangenen Sonntag der Gewinner fest. Sie sind bereit, sich ihrer letzten großen Herausforderung in diesem Winter zu stellen. Die 10 Teilnehmer der Bergscout Challenge. Ihre Arbeitsgeräte, der Skifox und ein Geschwindigkeitsmessgerät. Denn im NTC-Park auf dem Nebelhorn ging es im ersten Finalwettkampf um die schnellste Zeit auf dem Fun-Gerät. Und die Teilnehmer trauten sich was. Schließlich ging es für die 10 Herausforderer um den Titel des Bergscouts. Bereits zum 4. Mal fand der Wettbewerb statt, allerdings mit neuen Regeln. Der große Unterschied ist, im ersten Jahr war es so, dass wir mit einer Person gearbeitet haben, ein Bergscout, der hat dann berichtet. Im zweiten Jahr war es dann so, dass wir mit allen Gästen gearbeitet haben. Jeder konnte Bergscout sein. Wir hatten an den Stationen Holzterminals mit iPads und dort konnte jeder schreiben. Und in diesem Jahr hatten wir 10 Bergscouts. Für die 10 ging es im finalen Wettkampf weiter zum Snowbike-Riesenslalom. Die Teilnehmer wurden zu Beginn der Saison im Dezember sowohl von einer Jury als auch über eine Facebook-Seite gewählt. Sie mussten sich die ganze Saison über verschiedenen Herausforderungen stellen. Dabei waren sie auch auf die Hilfe von anderen angewiesen. Punkte gab es beispielsweise dafür, wer es schafft, die meisten Menschen zu motivieren, ein Foto für sie zu machen oder einen Blog-Eintrag zu schreiben. Und gerade die Anzahl und die Qualität dieser Internetartikel überraschte die Veranstalter. Wir haben uns jetzt entschlossen, aus diesen 1300 Blogbeiträgen eine Art Wiki zu machen, diese zu verdecken, sodass die Gäste bei uns auf der Homepage nachlesen können. Sie können sagen, okay, ich möchte zum Beispiel zum Walmendinger Horn, geben Walmendinger Horn ein und kriegen dann alle Blogbeiträge, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Das Tolle daran ist, dass diese Blogbeiträge von unseren Gästen sind und dadurch in keinster Weise irgendwie was mit Werbung zu tun haben, sondern wirklich aussagekräftig sind. Beim letzten Wettkampf auf dem Skibock ging es dann um alles. Denn Thomas Schöp und Joscha Meyer lieferten sich punktemäßig ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach den vergangenen Wettkämpfen lagen sie punktemäßig gleich auf. Die Stimmung bei allen Teilnehmern trotzdem ausgelassen. Das hat mich auch gefreut, dass wirklich alle 10 mit Engagement dabei waren. Es waren ja doch eine längere Zeit, es waren mehrere Monate. Und auch wie jetzt klar war, dass sich, und das hat sich herauskristallisiert, dass es zwischen 2 ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, haben trotzdem noch alle genauso weitergemacht und waren genauso begeistert dabei. Am Ende gewinnt Joscha Meyer denkbar knapp mit 76 Punkten. 2 Punkte mehr als Thomas Schöp auf seinem Konto hat. Der Gewinner darf sich nicht nur über den Titel Bergscout freuen, sondern auch ein neues Auto mit nach Hause nehmen. Im nächsten Jahr wird die Bergscout Challenge dann in die 5. Runde gehen. Und auch dann gilt wieder: neue Regeln, neue Herausforderungen. Na, haben Sie in der letzten halben Stunde gut aufgepasst und die grüne Couch entdeckt? Dann sagen Sie uns, wo Sie sie gesehen haben. Entweder Sie rufen an und sprechen die richtige Antwort, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf unseren Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0831 für Kempten 206 5713 oder Sie schicken uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und der richtigen Antwort an gewinn@tv-allgäu.de. Sie dürfen bis morgen, Dienstag, 12 Uhr mitmachen. Aus allen Teilnehmern wird der Gewinner ausgelost. Diesmal geht es um einen 50-Euro-Gutschein für die Weinhandlung Enotheca in Durach. Viel Glück! Das hatte auch Maria Berger aus Aitrach. Sie haben die Couch bei den Theaterproben des Landestheaters Schwaben entdeckt und das war richtig. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben 2 Karten für den Auftritt von Dirk Rohrbach diesen Donnerstag in der Big Box gewonnen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen allen noch. Bis morgen. Auf Wiedersehen.